Das ist eine sehr schöne Frage, Evelyn. Du hast eigentlich etwas sehr Provokatives gemacht. Als Rosa Luxemburg das 1908, 1909 schrieb, meinte sie, dass dieser Titel erstens sehr aktuell ist, also bereits im Titel sozusagen, ging sie auf ganz aktuelle Probleme und zweitens, dass das für eine gewisse Zeit Bestand haben wird. Schon vom Titel her. Die Nationalitätenfrage bezieht sich auf das Herausbrechen, das Gestalten, das widersprüchliche Konstrukt, Gestrüpp an Nationalitätenfragen im Russischen Reich nach Ausbruch der Revolution von 1905. Dazu eine kleine Anmerkung, ich will das nicht weiter ausführen. Hier gibt es also eine Stelle in der Schrift, dass sie sagt, bis zum Ausbruch dieser Revolution war die Nationalitätenfrage für die Arbeiterbewegung eigentlich nur ein größeres Problem in Österreich-Ungarn. Also im österreichischen Teil zum Beispiel Galizien polnisch, Böhmen, Mähren tschechisch und so weiter, Slowenien. Also dort sozusagen war sie sich bewusst, dass die österreichische Arbeiterbewegung, die österreichische Sozialdemokratische Partei von Anfang an sich der Nationalitätenfrage stellen musste. Und das, Evelyn, ist schon ein Teil der Antwort. Über die Nationalitätenfrage haben vor allem die österreichischen Sozialdemokraten tiefer nachgedacht, Otto Bauer und andere. Und das hat Rosa Luxemburg immer anerkannt und dort wusste sie, dass das eigentlich sehr wichtige Position ist. Nun war sie aber überzeugt, dass durch die russische Revolution von 1905 sozusagen diese Nationalitätenfrage auch für die russische Arbeiterbewegung oder Arbeiterbewegung im Russischen Reich von brennender Aktualität sei. Und hier kommen einige Dinge zusammen. Sie hielt sich erstens für prädestiniert, diese Frage aus Sicht der westeuropäischen, der deutschen Sozialdemokratie grundlegend beantworten zu können, im Sinne dessen, was sie seit 1892, 93 sozusagen schon in der polnischen Frage herausgearbeitet hat. Und zweitens, dass sie eigentlich, das ist ganz wichtig, umgekehrt aus dieser Perspektive der westeuropäischen, der deutschen Sozialdemokratie, und da hat sie nicht Unrecht, sowieso der einzige Kopf gewesen ist, der die russische Revolution in seiner historischen und tiefen sozialen Bedeutung überhaupt begriffen hat. Das war sie wirklich. Also von den Nicht-Russen war sie die Einzige, die das sozusagen tiefer erfasst hat. Und zwar auch schon ab Ende der 1890er Jahre. Das ist also eine ganz große theoretische Leistung. Dieses Antizipieren, dass es im Russischen Reich zum Ausbruch einer sozialen Revolution kommen werde, was ja führende Sozialdemokraten, ich nenne jetzt nur noch mal Bernstein, im Grunde genommen ausgeschlossen haben. Und sie haben gesagt, wenn da was ausbricht, ist es ohnehin nur etwas Nachholendes, weil die eben keine demokratischen Verhältnisse haben und so weiter und so fort. Sie sah das anders. Das ist der erste Teil Nationalitätenfrage. Also sie wusste, ab heute, ab jetzt, nach der Niederschlagung der Revolution im Russischen Reich, müsse die Arbeiterbewegung ganz konsequent sich mit der Nationalitätenfrage in diesem Riesenreich beschäftigen. Dazu muss man wissen, dass sie davon ausging, dass dieses Riesenreich, in dem viele Nationalitäten sozusagen versammelt sind, Esten, Polen, die Kaukasusvölker und so weiter und so fort, und dann natürlich im Zentrum die Großrussen, bestehen bleiben wird. Das ist eine schlichte Voraussetzung, das wird bestehen bleiben. Wir können nachher in der Diskussion nochmal darauf kommen, warum sie oft auf diese Idee kommt. So, und der zweite Teil, das ist die Autonomie. Das bezieht sich im Grunde genommen ausschließlich auf das sogenannte Königreich Polen. Das ist jenes Land, in dem sie geboren wurde, in Zamość. Das gehörte zu diesem eigenartigen kleinen Teil. Das ist ein Konstrukt, welches die Siegermächte über Napoleon 1815 auf dem Wiener Kongress schufen und Russland anschlossen. Und zwar war das bis zu dem Ausbruch der Napoleonischen Kriege waren große Teile dieses Königreichs Polens sogar preußisch, einschließlich Warschau. Jetzt mal als kleine Anmerkung, die Preußen setzten dann durch, dass jüdische Menschen sich Namen geben müssen. Also das war sozusagen ein historischer Prozess, nur mal als Anmerkung. Das brach durch die Napoleonischen Kriege zusammen, diese Konstruktion. Und nach der Besiegung Napoleons, nach Waterloo, auf dem Wiener Kongress wurde beschlossen, dass dieser größere Teil geschlossen zu Russland komme, aber als ein sozusagen autonomes Gebilde. Durch die beiden Nationalaufstände 1831 und 1863-64, die niedergeschlagen worden sind, wurden praktisch alle autonomen Regelungen außer Kraft gesetzt und die russische Herrschaft versuchte sozusagen eine tiefgreifende Russifizierung durchzusetzen. Die als ein Produkt sozusagen eine relativ bedeutsame und interessante großindustrielle Entwicklung in Gang setzte. Die Einzelheiten erspare ich mir jetzt, warum das passierte. Und Rosa Luxemburg schrieb hier nach der Niederschlagung der Revolution eigentlich etwas, was sie schon seit langem wollte. Dass zwar, wir kommen dann sozusagen zu einer sehr interessanten Frage, dass zwar Polen
sich nicht wiederherstellen könne, was Engels noch 1892 gefordert hat, nämlich Wiederherstellung Polens, heißt immer, dass die drei Teile sich wieder zusammensetzen. Aber dieser wichtige Teil des Russischen Reiches und dieser wichtigste Teil sozusagen des früheren Polens haben natürlich sozusagen alle Voraussetzungen, um autonom zu sein. Und das versucht sie hier in dieser Schrift, das ist eine Schriftenfolge sozusagen, die ursprünglich noch gar nicht als Buch erschien, das versucht sie hier ausdrücklich zu begründen. Warum das Königreich Polen sozusagen als fast einziges Gebilde innerhalb des Russischen Reiches Autonomie beanspruchen darf. So, und das macht sie also hier relativ tiefgründig. Und jetzt kommt das Perplexe, das hat etwas zu tun natürlich mit der Rezeption dieses Buches dann in den Jahren zwischen 1918 und 1989. Das ist also völlig fast wie ein Naturprozess. Wenige Jahre später wird das alles über den Haufen geworfen. Durch die geschichtliche Realität. Und das ist etwas ganz Interessantes. Ich mache jetzt, und dann will ich gleich die Frage, also gleich die Stimme zurückgeben, sonst würde ich könnte jetzt also wieder zwei Stunden darüber reden. Aber das zeigt, wie kompliziert und interessant das eigentlich alles ist. Wir wissen, dass Rosa Luxemburg einer der brillantesten, engagiertesten Kämpferinnen gegen Aufrüstung, Militarismus, gegen die Gefahr sozusagen des Ausbruchs eines großen europäischen Krieges war. Sie wusste und ahnte und hat das auch tief analysiert, dass die Bourgeoisie, die bürgerlichen Klassen in den europäischen Ländern, das betrifft jetzt weniger Russland, sondern das betrifft sozusagen die schon hochentwickelten Länder, sich verraten kann, gewissermaßen ihre historische Mission verraten kann, sich treiben lässt durch die Aussicht, durch die Gier nach Profit und Gewinn und sozusagen denkt und meint, sie käme sozusagen mit dem Einsatz kriegerischer Mittel gegen andere durch. Und sie war sich aber bewusst an ihrer tiefen Analyse, dass das ja immer einen anderen hochentwickelten Staat, eine andere hochentwickelte Gesellschaft betreffen würde. Und deshalb schloss sie umgekehrt eigentlich, bis fast zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, man kann darüber diskutieren, ich will es aber etwas zuspitzen, aus, dass in diesen hochentwickelten Ländern, in dieser hochentwickelten Zivilisation, wo die Arbeiterbewegung ja eine herausragende Rolle sich erkämpft hat, es dazu kommen könne, dass die Bourgeoisie jetzt sozusagen Arbeitermassen dazu bringe, dass Franzosen gegen Deutsche schießen, Deutsche gegen Russen schießen und so weiter und so fort. Das heißt also, im Grunde genommen, in ihrem tiefen Bewusstsein schloss sie den Ersten Weltkrieg fast aus. Und das ist etwas, Felix Tüch hat immer darauf hingewiesen, das ist eine hochinteressante Sache. Er sagt, also das ist falsch zu sagen, dass Rosa Luxemburg gegen die Wiederherstellung Polens gewesen wäre. Richtig ist, sie schloss es aus. Nämlich, und das, da hat sie recht behalten, sie schloss es auf, weil sie sagte, das könnte nur zum Preis eines großen europäischen eines Weltkrieges passieren. Und das wolle niemand. Das könne nicht der Preis sein für die Wiederherstellung Polens. Und im Übrigen werde die Arbeiterbewegung, die hochentwickelt sei, bei aller ihrer Kritik, und vor allem natürlich hochentwickelt in den westeuropäischen Ländern, sozusagen nicht erlauben. Sie werde denen, die das dann wollen, in den Arm fallen. Und das ist, glaube ich, das zeigt, wie spannend diese ganze Geschichte ist. Und sie zahlte sozusagen als Theoretikerin einen hohen Preis, denn ihre wichtigste polnische Arbeit, und das ist das, das ist nach der Akkumulationstheorie des Kapitals, das ist auch die umfangreichste Arbeit von ihr. Und es ist einer der tiefgründigsten Arbeiten von ihr. Das muss man einfach sagen. Sie setzt sich hier in einer ganz brillanten Art und Weise mit bürgerlicher Gesellschaft, mit ihrer Gegenwart, mit der Geschichte, mit dem Herkommen und so weiter auseinander, kommt dicht an Fragen des Klassenbewusstseins heran, die dann erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgegriffen wird. Das ist eine brillante Arbeit, aber sie scheitert komplex. Und das gehört also auch zu Rosa Luxemburg, das zu begreifen. Und jetzt mache ich, das ist sozusagen mein letzter Gedanke, weil hier auch Erik Hobsbawm liegt, er hat also ein wunderbares Bild über das 20. Jahrhundert geschrieben, indem er sagt, es sei ganz kurz gewesen. Nämlich ihm fehlen sozusagen die ersten 18 Jahre und ihm fehlen dann die letzten 11 Jahre. Das heißt also, es geht 1918 los und endet 1989 mit dem Zusammenbruch sozusagen des nach sowjetischem Modell aufgebauten Staatssozialismus in Europa. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 ist nur noch eine Folge. Und er hat recht. Und sozusagen innerhalb dieses kurzen 20. Jahrhunderts war der Blick auf diese Schrift verstellt. Und das ist, Conny, sozusagen meine Antwort auf deine Frage. Also es ging in diesem 20. Jahrhundert sehr national zu, anders als Rosa Luxemburg meinte. Und danach setzt sozusagen ein Prozess ein, der den Blick wieder offener macht für das, was sie hier an grundsätzlichen Fragen aufwarf. Aber, und das ist eine Antwort auf Ihre Frage, die will ich jetzt machen und dann gebe ich dir das Wort zurück, da haben wir schon eine Antwort. Rosa Luxemburg war tief überzeugt, dass das Zeitalter
bürgerlicher nationalstaatlicher Entwicklungen, also das Zeitalter bürgerlicher nationalstaatlicher Entwicklungen mit der Einigung Italiens und der Reichseinigung Deutschlands vorbei sei. Also das sind die letzten Beispiele, wo sozusagen aus dem ursprünglichen nationalen oder ja, nationalen Impuls der Bourgeoisie, der bürgerlichen Klasse, sich Staaten gebildet haben, innerhalb von sozusagen nationalen Grenzen, in denen es zwar nationale Minderheiten gibt, aber die eigentlich sozusagen wirklich Minderheiten sind, die einer Mehrheitsgesellschaft folgen, die sich national denkt. Italien, also die Italiener, Deutsch, die Deutschen. Da gab es ja Polen und Dänen und so weiter und so fort drin. So, das hielt sie für sozusagen für abgeschlossen. Und der Witz ist der, dass sie es sehr nationalökonomisch, volkswirtschaftlich begriff. In erster Hinsicht, nämlich sie sagte, die kapitalistische Entwicklung dränge ja gerade dazu, immer größere Räume sozusagen einzuschließen. Und ich mache das jetzt mal, kann man darüber diskutieren, etwas zugespitzt. Im Grunde genommen blieben ihr dann wieder zwei Möglichkeiten. Entweder machen die das kriegerisch, also imperialistisch, da war sie eine glänzende Theoretikerin, machen wir uns da nichts vor. Oder sie müssen es anders machen. Und da waren ihr dann diese großen Länder, diese großen Reiche, wie das Deutsche Reich, ein verhältnismäßig großer Markt, auch wie Österreich, der österreichische Teil von Österreich-Ungarn. Sie hielt von der Konstruktion Österreich-Ungarns nichts, aber von Österreich selber, das hat sie dann eigentlich immer relativ moderat und mild analysiert. Und vor allem das Russische Reich. Und sie sah im Russischen Reich die Möglichkeiten für die Bourgeoisie, für die bürgerliche Klasse, einer grandiosen Entwicklung, einen riesengroßen gemeinsamen Markt, unabhängig von allen Nationalitäten. Und sagte, die bürgerliche Klasse wäre doch idiotisch, wenn sie das sozusagen nicht nutzen würde. Aber, das ist jetzt die letzte Konsequenz, die Entwicklung im Russischen Reich ist dann oder sei dann keine nationalstaatliche Entwicklung mehr. Und da hat sie recht behalten. Aber alles andere, und das ist paradox und macht es so interessant, ist praktisch wenige Jahre danach über den Haufen geworfen worden. Vielleicht soweit erstmal als ein Impuls von mir. Ich möchte nochmal zu einer Frage kommen, die du auch hier in dem Buch aufgreifst mit einem Zitat von Rosa Luxemburg aus der Russischen Revolution, wo sie das Selbstbestimmungsrecht der Nationen angreift und in Frage stellt. Das war ja eine Grundthese, die Lenin hatte und die Basis eigentlich für die Bildung der Sowjetunion. Ne? War ja doch eine Basis. Ne? Und die Sowjetunion ist ja in dieser Form gescheitert. Würde eigentlich deiner These wirklich nochmal richtig Nachschub geben, die du eben als Antwort auf Connys Frage gesagt hast, dass die Nationen, also im vorigen Jahrhundert, ganz besonders aufgeblüht waren oder jedenfalls die Fragen und heute eher ein Übergang oder mehr Annäherung im europäischen Prozess passieren. Dieses Selbstbestimmungsrecht der Nationen, kannst du dazu noch mal was sagen, warum sie das so angegriffen hat, wo ihre Grundlagen waren? Du hast ja auch hier in dem Buch noch mal deutlich gemacht, dass für Rosa der Zusammenhalt von Gesellschaften ein anderer war, als das, was so nationale Gefühle und so weiter auslöst. Ne? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil das ist für die Gegenwart, denke ich, und für die Entwicklung der Europäischen Union eine ziemlich wichtige Sache aus meiner Sicht. Ja, das auf jedem, da kommen wir dann zu dieser hochinteressanten Frage hier mit der europäischen Integration. Ja, ich habe mich da zurückgehalten, auch in an Erklärung, sondern ich habe nur versucht, sozusagen erstmal das Problem freizulegen, nämlich dieser Streit um das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Nationen. Und darum ging es eigentlich Rosa Luxemburg, war für sie interessant, weil es sozusagen ein, zumindest aus ihrer Sicht, Streit mit fundamentaler Bedeutung innerhalb der Arbeiterbewegung war. Und zwar der Arbeiterbewegung des Russischen Reiches. Es ist jetzt nicht so, dass Lenin das erfunden hat. Aber er brachte es wesentlich mit rein oder setzte es durch, akzeptierte es. Es ist ein langer Streit in der russischen Arbeiterbewegung. Als vor allem um Plekhanow, also als der erste Anlauf genommen wurde, eine sozialdemokratische Partei, eine sozialdemokratische Bewegung im Russischen Reich auf den Weg zu bringen. 1897, da stand von vornherein natürlich dort zentral die Frage aus der Perspektive der Großrussen, also der ethnischen Russen, was machen wir denn mit den anderen?
weil das ist bekannt, dieses Bild des Zarenreichs als Vielvölkergefängnis oder Völkergefängnis und so weiter. Was machen wir denn damit? Und hier sieht man schon, dass also Rosa Luxemburg, die 1893 eine sozialdemokratische Partei für das Königreich Polen aufbaute, schon grundsätzlich andere Einstellungen dazu hatte. Ich würde, das ist, damit ich jetzt, ja, damit ich jetzt nicht zu viel voraussetze und weglasse, also ich würde es so sagen, dass zunächst einmal und sehr viele, das ist auch in aktuellen Diskussionen, dann immer bei dieser Positionierung Rosa Luxemburg gegen dieses Selbstbestimmungsrecht der Nation, die sie für überflüssig hält. Sie sagte, was dann in der sozialistischen Gesellschaft dann gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. Aber hier innerhalb der jetzigen konkreten bürgerlichen Entwicklung ist das Blödsinn, wenn die Arbeiterbewegung sich das schultert und das als ein Problem reinschreibt und wir müssen dafür Sorge tragen. Und die lenische Position oder die Position dann auch der Bolschewiki, die sich durchsetzte, die prinzipiell von einem Selbstbestimmungsrecht der Nation ausging. Jetzt muss man hier den jüngeren Leuten, das könnte man vielleicht sagen, naja, bist du los. Jetzt etwas Paradoxes, da gibt es viele Paradoxien. Die Sowjetunion, sehr schön genannt worden. Die Sowjetunion, in der Verfassung der Sowjetunion stand das Recht auf Lostrennung. Aber niemand konnte sich lostrennen. Das hat man dann gesehen, als in Vilnius, nachdem das litauische Parlament genau nach diesem Grundsatz der Selbstbestimmung, des Selbstbestimmungsrechts der Nation beschlossen hat, also wir seien jetzt unabhängig, da zogen da Panzer auf. Die waren bloß nur noch schwach, die Panzer, das waren nur noch sozusagen Papiertiger, aber das Prinzip war, es stand eigentlich, das muss man ja theoretisch begreifen, ne? Es stand in der Verfassung, aber eigentlich ging es nicht. Ausgeschlossen. Schluss, aus, Punkt. Umgekehrt, ich will auf deswegen die Europäische Union nur einfach mal aufgreifen. Und da war Rosa Luxemburg sozusagen hier, in diesem Punkt. Nur zu zeigen, wie spannend das eigentlich alles ist. In der spanischen Verfassung gibt es kein Recht, dass die autonomen Regionen sich loslösen. Gibt es nicht. Dennoch ist aktuell ein Prozess in Katalonien in Gange, der ja auf die Lostrennung zielt. Jetzt will ich bin jetzt hier nicht irgendwer, der, ich will das nicht vorgreifen. Das hat auch so. Aber prinzipiell ist dieser Prozess möglich, dass sich das dann lostrennt. Also ich bezweifle, dass da spanische Armee aufzieht und sagt, also laut unserer Verfassung könnt ihr euch gar nicht lostrennen, sondern man würde sich dann mehr oder weniger schmerzhaft, aber irgendwo friedlich trennen. Das heißt also, und da hat Rosa Luxemburg darauf hingewiesen, das ist sozusagen ihr Gedanke, egal was wir da jetzt über diese Frage reinschreiben oder denken, die Sache blamiert sich sowieso, weil die läuft von unten anders. Und da gibt es zwei große gesellschaftliche Spieler. Und das ist nicht unwichtig, bloß den einen haben wir heute nicht mehr. Das eine ist sozusagen die bürgerliche Klasse, die Bourgeoisie, die investieren will, die Geld verdienen will, die Profit machen will, die Märkte braucht, die einen gemeinsamen Markt braucht, alles Sachen, die auch nach Europa schmecken. Und auf der anderen Seite gibt es die Arbeiterbewegung, die lernt und immer besser lernt, weil sie eine sozialdemokratische Partei da an der Spitze hat, also sich politisch zu begreifen, politisch zu kämpfen und ihr Interesse herauszuholen und entsprechend dieses Interesses zu handeln. Ich sagte schon, dass praktisch sie dicht rankommt an Fragen, die dann erst nach dem Ersten Weltkrieg aufbrechen. Also, ja, was machen wir, wenn die Arbeiter dann doch, wenn es doch nicht so einfach ist mit dem Aufgreifen des eigenen Interesses. Wir heute, das will ich jetzt nur einwerfen, dann erstmal lassen, vielleicht gibt es dann Nachfragen. Wir heute stehen natürlich vor einem Dilemma. Wir haben, wenn man so will, der Grundstock der Arbeiterbewegung ist weg. Oder bricht weg in Europa. Wir haben eine andere Situation. Das heißt also, viele Fragen, die Rosa Luxemburg prinzipiell relativ gut beantwortet hat, und sie übersprang fast das 20. Jahrhundert, ja, sie war zu schnell. Ne, dieses Titelbild will es auch andeuten, sie war zu schnell. Sie hat also sozusagen die vielen Umwege in der Geschichte, die auf diesem Weg, auf diesem sehr komplizierten Parkett gelegt sind, nationalen Fragen, Nationalitätenfragen, hat sie sehr, sehr kurzfristig gesehen. Aber sie hat etwas getroffen, was heute da ist. So, und das ist interessant. Also da wird sie sozusagen, rückt sie uns näher. Wenn man, wie gesagt, alle diese Punkte lernt, zu aufzunehmen, in denen sie also damals nicht recht hatte. Und ich habe da so ein Bild, ich habe dir das auch mal geschickt, Evelyn. Also das ist so ungefähr wie ein taubes Gebirge. Wo man das Deckgebirge abtragen muss, so wie Braunkohlenförderung, wo man also eine Deckschicht abtragen muss mit großen Baggern. Und darunter kommt dann praktisch das Wertvolle, da kommen die wertvollen Adern, die Goldadern. Und ich halte das für eine tragbare Sache, um da wieder ranzugehen.
einerseits zu akzeptieren, dass sie damals natürlich gescheitert ist, aber zu wissen, dass das andere auch sich blamiert hat. Also der Leninsche Weg oder der Weg der Sowjetunion auf der Basis eines sogenannten und dann aber nicht de facto durchgesetzten Selbstbestimmungsrechts der Nation ist 1989 und 1991 gescheitert. Und der Versuch sozusagen, das auch nach 1945, da könnten wir dann drüber diskutieren, durchzusetzen, war natürlich dieser Kompromiss, den Stalin dann schon eingegangen ist, indem er ja die Teile, die dann nach 1945, nach seinem Sieg über Hitler sozusagen ihm zukamen, nicht sowjetisierte, sondern sie sozusagen als Volksdemokratien innerhalb sozusagen nationaler Grenze, naja, auch sowjetisiert, aber so, und wir brauchen jetzt das muss, also die DDR war schon entgegen sozusagen platter Annahmen oder so, sie war schon eine recht nationale Sache. Man suchte natürlich die nationale Tradition sozusagen in der eigenen Arbeiterbewegung, aber wenn man sich das anguckt, war das schon eine recht nationale Sache, trotz der komplizierten Situation in der DDR durch die deutsch-deutsche Frage. Und jetzt verweise ich auf andere sozialistische Länder, Polen und so weiter, Rumänien, das sind heraus, also wenn die nicht national gewesen sind, sozusagen in dieser vielen Entwicklung. Und versteht, das ist also ein sehr paradoxer Prozess. Und ich glaube, da sind wir jetzt im Jahre 2013 auf einer etwas anderen Stufe vor vielen, vielen Fragen. Das ist diese sehr, sehr gute Frage gewesen. Vielleicht kommen wir da noch dazu. Dieses Buch erscheint jetzt. Warum gerade jetzt? Warum ist es nicht früher erschienen? Warum? Ich meine, wir haben schon einiges davon angesprochen, ja, aber es ist klar, wir wollten das jetzt auch, aber es hätte ja auch viel eher, Annelies hat ja die Luxemburg-Schriften in der DDR veröffentlicht, ne? Die Luxemburg-Werke, aber das ist nicht gekommen, obwohl schon vieles übersetzt und so vorlag. Vielleicht kannst du dazu auch noch, ja, oder Annelies, bitte. Holger, für mich ist immer noch das Problem, die Schiene, dass sie ja auch diese ganze Position ökonomische Entwicklung vorgeschritten in Polen und also damit eigentlich die klassische Form der Nationalstaatenbildung passé. Ne? So formuliert sie ja. Aber das Problem ist doch, dass sie gleichzeitig natürlich sehr massiv gegen Nationalismus bestimmter tonangebender Kreise in den polnischen Gebieten angegangen ist. Auch im Kampf gegen den Ersten Weltkrieg, wo ich auch eine Gegenthese hätte. Also sie hat sozusagen, sie ist erschrocken, dass die Bewegung nicht stark genug ist, den Weltkrieg zu verhindern. Aber sie hat natürlich in ihrer ganzen Argumentation im Kampf gegen den Krieg das massiv als eine wirklich, also diese Frage in Europa stand, ob der Erste Weltkrieg von den drei verbündeten Mächten ausgefahren wird. Aber das Problem ist, Volker, wie verhält sich das zu den tief verwurzelten nationalen Gefühlen, wenn Sie diese Nationalitätenfrage sozusagen so absolut mit der sozialen Frage verbinden will? Und so ist ja ihre These, ja? Dass also eigentlich, wenn man so will, die russische Revolution oder im Grunde genommen auch die Weltrevolution die Nationalitätenfrage löst. Und ich denke immer, dass sie hier eine Seite, und man muss doch bei ihr auch bestimmte Dinge kritisch sehen, auch für diesen Moment, dieses ausgeprägte nationale Gefühl, was also einschließt Sprache, Kultur und drei Teile Polens sind mit Fremdmacht werden beherrscht. Das ist doch ein, was also zusätzlich einen auch einen natürlichen Drang, so eine Situation wie Polen haben wir doch ganz wenige in Europa. Du hast das also mit Österreich-Ungarn, aber das war schon wieder ganz anders. Aber die Polen konnten zumindest im preußischen Teil und im russischen, also im preußischen Besetzten und im russischen im Königreich, mit ihrer eigenen Sprache nicht offiziell auftreten. Nicht?
Auch im preußischen Teil kämpfen sie ja, da kämpfen sie dagegen, dass dann plötzlich sie sich erweichen lassen und diese bei den Millionen Arbeitern, polnischen Arbeitern, die also auch im unbesetzten Teil Deutschlands arbeiteten, wenigstens in der Religion die polnische Sprache zuließen. Also diese Seite, meine ich, muss man bei ihr doch etwas kritischer sehen. Dieses Verlangen, dieses nationale Dilemma der Dreiteilung Polens zu überwinden, sozusagen nicht nur mit der Aussicht, also es wird Klassenkampf gemacht und zusammen mit den Russen werden wir also die Sache lösen. Und wir werden dann die Autonomie nur dann in diesem gemeinsamen Kampf kriegen. Und ich habe den Eindruck, dass wir hier, also bei der nationalen Frage neige ich immer dazu, dass sie auch in ihrer historischen Zeit schon etwas unrealistisch überspannt hat, was sie aus der Ökonomie und dem tatsächlich berechtigten Kampf gegen Nationalismus gefolgert hat, wie das eben mit der Nationalitätenfrage weitergehen kann. Und dann würde ich auch gerne nicht immer das Schicksal von Nationen in bürgerlichen Demokratien mit der missratenen Nationalitätenproblematik der Sowjetunion verglichen werden. Da gibt es noch ein paar Zwischenstufen dazu. Sie hat dem Lenin ja schon vorausgesagt, also dass, wenn man es lostrennt, eigentlich die Größe eines neu errungenen sozialen Terrains preisgibt. Denn da kann sich ja alles abspalten. Das passierte ja auch Ukraine und so weiter. Aber das andere hängt ja nun dann mit einer sozialistischen, ursprünglich sozialistischen Demokratie, die umschlug in die Diktatur, zusammen. Und das würde ich also auch nicht mit den Bürgerlichen gleich, also sozusagen, es ist überall so gegangen. Da müssen wir tiefer an diese anderen Dinge denken. Ne? Das ist Holger, große Fragen. Ja, jetzt muss ich, jetzt, ja. Nee, ich habe nur versucht darzustellen, nicht jetzt bewertet oder so. Ich habe ja nicht gesagt, das finde ich gut oder das ist richtig, sondern ich habe nur versucht darzustellen, wie Rosa Luxemburg prinzipiell an die Sache herangegangen ist. Ich habe ja auch gesagt, dass sie einen riesengroßen Bruch mit Engels und demzufolge auch mit Marx gemacht hat. Vielleicht kommen wir da nochmal daran. Zu der Frage von Evelyn, warum jetzt? Das ist ein purer Zufall im Grunde genommen. Zum größten Teil natürlich, das müsste man dann nochmal, oder was weiß ich, weil es einfach noch nicht übersetzt worden ist. Und das ist tatsächlich so, also Rosa Luxemburg schrieb es 1908, 1909 in einer illegalen Zeitung, die ins Königreich Polen gebracht worden ist, eine theoretische Zeitung, in der Leo Jorgiches der Redakteur war. Insofern ist auch immer wieder ein großer Teil Leo Jorgiches da drin. Also Felix Tüch geht so weit, dass er sagt, also es gibt sozusagen in diesem Shetland Sozialdemokratischen, das ist diese theoretische Zeitschrift, keine Rosa-Luxemburg-Artikel, in denen nicht auch Leo Jorgiches mit drin wäre. So, aber das ist jetzt sozusagen dort veröffentlicht worden und ursprünglich hatte Rosa Luxemburg die Absicht, daraus ein Buch zu machen. Da sollte noch ein Schlusskapitel geschrieben werden, das ist nicht passiert. In diesem Schlusskapitel wollte sie die bürgerlichen Parteien im Königreich Polen analysieren. Also Rosa Luxemburg zahlt einen hohen Preis. Jetzt nehme ich den Stefan Lenner nochmal auf. Also wenn Rosa Luxemburg doch Patriotin ist, dann zahlt sie ja mit der Überzeugung, dass also für die Polen der Nationalstaat oder die Geschichte des Nationalstaates vorbei sei, erledigt sei. Sozusagen die dramatische Niederlage nach dem letzten Nationalaufstand. Sie machte dann immer, sagte, weil beide Hauptklassen da kein Interesse mehr dran haben oder hätten. Und da gibt es schon in ihren ersten theoretischen Arbeiten, also 1800, noch vor ihrem Rübergehen zur deutschen Sozialdemokratie, auch theoretische Überlegungen, wo sie sagte, der hochindustrielle Teil im Königreich Polen, der also zu Russland gehörte, das ist wieder jeglicher sozusagen logischer oder historischer Vernunft, werde sich nicht zusammenschließen mit dem agrarischen preußischen Teil und mit dem völlig zurückgebliebenen galizischen, also österreichischen Teil Polens. Das ist ausgeschlossen, weil die Attraktion des großen russischen Marktes für die polnische Bourgeoisie ist so hoch, dass sie diesen Preis nie aufgeben werden. Das war also sozusagen ein tiefer Gedanke, der drin ist. Aber
Da gibt es eine Kehrseite des Ganzen. Also sie ist nun doch Patriotin, also setzt sich ein. Das sind, Anneliese weiß das, also sie setzt sich natürlich ein für die nationalen Rechte der Polen in Preußen. Noch und nöcher. Da gibt es für sie auch keine Grenze. Und das Gleiche passiert hier auch. Und es ist etwas Interessantes, und das hat etwas mit diesem Europagedanken zu tun, und darüber kann man natürlich diskutieren. Aber das ist eben nicht so einfach, wie griechische Kommunisten es heute so sehen. Sie kommt so weit und sagt, gut, jetzt gibt es diesen großen russischen gemeinsamen Markt. Das ist für die Bourgeoisie, jetzt dieses kleinen Teil des westlichen Teils im Russischen Reiches, in dem also sehr viel Großindustrie ist. Warschau ist ein herausragendes industrielles Zentrum mit großartiger sozusagen Industrie. Ein Eldorado. Das ist ganz wichtig für sie. Das lassen die nicht weg. So, und nun kommt sie sozusagen dahin und sagt, was machen wir jetzt mit den betreffenden Menschen? Das sind ja die Nationalitäten. Die sprechen Polnisch, die haben polnische Tradition, die haben das, die sprechen Estnisch, die sprechen Lettisch, die sprechen da im Kaukasus viele verschiedene Sprachen. Sie analysiert hier in einem sehr schönen Kapitel die Kaukasus-Situation. Jetzt sage ich das mal, Anneliese, einfach nur ketzerisch, hätte in der DDR nie gedruckt werden dürfen. Sie analysiert die baltische Frage, hätte in der DDR nie gedruckt werden dürfen. Anneliese, du, aber ich, das ist jetzt meine Meinung, Anneliese. Ja, da kommt ja der Kaukasus auch nicht vor. Aber du, jetzt so. Es gibt, sie geht, und das ist jetzt das Interessante an diese, sie geht ins Detail. Sie schreckt hier nicht vor dem Detail zurück. Und jetzt macht sie etwas, sie geht eigentlich gar nicht auf die Frage an, wie sozial oder wie viel, wie das nationale Frage, soziale Frage zusammenhängen, sondern sie demonstriert das hier an dieser Frage, Nationalitätenfrage. Und dann macht sie das in dieser, sie ist ja von Hause aus also jemand, der wissenschaftlich exakt vorgeht. Da macht sie Folgendes. Sie sagt, die bürgerliche Klasse in Polen behaupte, und dann schöpfen sie dann praktisch ihre nationale Idee raus, sie behaupte, wir zahlten an bestimmten Steuern, umgerechnet auf unsere Kopfzahl und so weiter, viel, viel mehr, also einen viel, viel höheren Beitrag als die Russen. Eine klare Benachteiligung des polnischen Kapitalismus, der polnischen Industrie. Also unsere Steuerbelastung ist viel höher als die Steuerbelastung im Moskauer Industrierajon. Sozusagen ein Konkurrenznachteil. Sie macht das hier, sagt, okay, das greife ich auf, sagt, so gucken wir uns doch mal an, wie das mit den Steuern ist. Und dann nimmt sie indirekte Steuern, also die Verbrauchssteuern. Das, was wir heute bei uns mit Mehrwertsteuern haben. Also das, was praktisch jeder bezahlt, wenn er was verbraucht. Und dann kommen sie zu einer Statistik und sagt, im Königreich Polen, daraus pflanzt sie dann diese Autonomie, ist der indirekte Steuerverbrauch pro Kopf wesentlich höher als im übrigen Russischen Reich. Der höchste im Russischen Reich. Nirgends kommt man daran. So, jetzt schöpfen sozusagen die polnischen Nationalisten, ich mache jetzt nicht mehr immer dieses Wort, die schöpfen daraus und sagen, ja, das zeuge doch davon, dass wir viel, viel höher entwickelt seien. Also kulturell und so weiter, wir verbrauchen mehr. Das sind bekannte Sachen, die man immer wieder heute auch wieder findet. Und sie sagt, nee, das zeugt es nicht, das zeugt davon, dass die Finanzierung unserer Unterdrückung, wer leistet? Das Volk, das breite Volk, die Arbeitermassen. Dass da schöpft sozusagen der Zarismus, das zaristische Regime, seine Mittel, um uns zu unterdrücken. Und da sieht man sozusagen, also diese Aufgabe von Stefan Leder, dieses Patriotische, was da durchkommt, das macht sie. Aber das schreibt sie jetzt nirgends, was ich jetzt sage, aber das ist hier drinne. Das ist natürlich jetzt meine Sicht im Jahre 2012 oder 2013. Darüber kann man polemisieren, aber das steckt hier drinne. Sie hat eine verblüffende Logik, eine positive Seite in dem Ganzen. Und das kann man heute, glaube ich, das kann man ganz gut aufgreifen. Diese Logik ist oder heißt, und die werfe ich jetzt gegen die griechischen Kommunisten mal ein, provokant, die heißt, wenn wir einen gemeinsamen Markt haben und den nicht aufbrechen können oder der nicht Gefahr läuft, dass er aufbricht, selbst die katalonische separatistische Bewegung ist ja kein Ausbrechen aus der Europäischen Union. Ne? Im Gegenteil, die stoppen und kommen ins Stottern, wenn ihnen gesagt wird, ja, da müsst ihr aber aus der Europäischen Union raus. Das wollen sie natürlich nicht. Das heißt also, wenn wir einen gemeinsamen Markt haben, und jetzt kommt der verblüffende Gedanke, dann können Menschen, egal welcher Nationalität, egal welcher Nationalität und wo sie sind und egal welcher nun konkreten Zufall, sie können lernen, sich als zu diesem gemeinsamen Markt zugehörig zu begreifen. Also sich als eine Gesellschaft zu begreifen. Und ihre These ist, und das ist sozusagen diese politische Position, sie müssen es lernen. Sie müssen es lernen, sonst
ist die andere Seite, Annelies, sonst ist die andere Seite viel, viel weiter und die spielen dann Katze und Maus. Ja? Und das ist sozusagen ihr Gedanke, weil dann spielen die Katze und Maus, dann spielen sie Nationalismus, dann spielen sie die verschiedenen Nationalitäten auseinander und ich glaube, das ist ein Gedanke, der gehört da bei GUI NGL in Brüssel schon, da kann man schon mal darüber debattieren, wie das ist. Das heißt, sie würde immer sagen, also diese Idee, wir krümeln uns wieder zurück ins nationale Schneckenhaus, weil da können wir die soziale Frage besser lösen, würde sie sagen, ist Quatsch. Da sind die anderen besser. So. Die beiden Zitate, also ich habe hier eine Reihe Zitate rumgegeben, verschiedene auch von Rosa Luxemburg und die ersten Zitate beziehen sich ja auch darauf. Und ich habe das ähnlich verstanden wie Holger, dass sie die nationalen Gefühle von bestimmten Nationalitäten überhaupt nicht verletzen will. Im Gegenteil, die sollen in ihrem System, das eben wirtschaftliche Beziehungen, kulturelle Beziehungen und die Vorzüge von solchen größeren Bezügen wirklich ermöglichen, auch Nationalitäten sich zu entwickeln und nicht unterdrückt zu werden, wie bei den Nationalstaaten, in klassischen Nationalstaaten werden andere Nationalitäten wieder unterdrückt. Ne? Also das, aber wenn man sich die Zitate mal ansieht, Hobsbawm und dann auch die zur Europäischen Union, dann erkennt man, also ich jedenfalls fand, dass sich da wirklich Beziehungen von Rosa Luxemburg bis heute ergeben und du hast ja in einer vorigen Veranstaltung, ist ja nicht die erste, die wir heute zusammen machen, mal gesagt, Rosa Luxemburg wäre aus heutiger Sicht eine glühende Europäerin. Sie ist ja immer sehr, sehr, sehr logisch. Also, Lenin hat, das ist vielleicht... Das ist ja nicht schlecht. Sie ist aber sehr logisch. Lenin hat 1913/14 dieses Werk von Rosa Luxemburg sehr aufmerksam studiert. Die Hintergründe lassen sich nicht sagen. Da war er in der Gegend von Krakau und hat das studiert. Und dann ist er zu zwei Punkten gekommen. Er sagt also, aus der Sicht eines konsequenten Marxisten sei das zu 19. Unfug. Und Unfug sei es deshalb, weil das unlogisch sei. Also Rosa Luxemburg, das ist unlogisch. Das ist nichts ist logisch drin. Jeder, der sich das heute mal anguckt, wird merken, also es ist, du sagst stur, es ist sehr logisch. Das ist also von A bis Z logisch. So, das will ich nur einfach einwerfen. Sie sagte, und das ist der Gedanke, sie sagte, wenn der gemeinsame Markt besteht, also wenn ein gemeinsamer Markt da ist, und da hat sie dieses Beispiel, dass das Königreich Polen ohne Zollgrenzen zum gesamten russischen Reich gehört. So, das ist ein gemeinsamer Markt. Da gibt es sozusagen keine Hemmnisse. Und unter diesen Bedingungen hat sie das dann aufgeworfen. Und sie hat abgelehnt, es für unmöglich gehalten, dass die sozusagen die verschiedenen Märkte, also der deutsche Markt, der französische Markt, sich sozusagen in einem vereinigten Europa integrieren können, also zusammenschließen können. So, wir sind ja heute eine Stufe weiter. Wir haben einen gemeinsamen Markt in diesem Europa. Das Kapital sieht das schon vollkommen als ein Ganzes sozusagen an. Ja? Und da würde sie sagen, das ist eine Chance. Also was sie abgelehnt hat, und das ist jetzt wichtig, ist, darüber kann man auch polemisieren, weil das betrifft uns Deutsche natürlich sehr, ist hier sehr ausführlich der Föderalismusgedanke. Und der Föderalismusgedanke wieder sehr logisch, meint sie, also wenn sozusagen der Versuch gemacht wird, entweder etwas zusammenzubringen, was keinen gemeinsamen Markt hat, und jetzt sage ich das mal, das ist der Zustand der sozialistischen Länder nach 1945 bis 1989 gewesen. Evelyn, du wirst das ja merken. Also sozusagen etwas zusammenzubringen, was dann nicht funktioniert. Da hatten wir auch so die Idee, da irgendwas, also ein Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und so weiter und so fort. Aber war ja kein Markt. So, und oder Föderalismus sozusagen zu begreifen, um den gemeinsamen Markt zu zerstückeln. Da ging sie ja gegen sozusagen solche Vorstellungen in der russischen Arbeiterbewegung vor. Also was ihr jetzt wollt, ist sozusagen das Zerstückeln des gemeinsamen Marktes. So, da sind wir wieder sehr aktuell heute. Das heißt also, das Problem ist, und in der Logik von Rosa Luxemburg zu werden, und da müsste man allen wieder recht geben, das Problem ist, dass es nicht mehr dieses revolutionäre Subjekt gibt, welches Rosa Luxemburg noch sehr klar vor sich stehen soll. Also die Arbeiterbewegung, die Arbeitermassen, Industriearbeiterschaft. Naja. Wir haben heute eine riesengroße Schwierigkeit, dass ja schon, also ich habe das jetzt in Bremen gesagt vor zwei Tagen, da habe ich gesagt, als ich klein war, waren für mich Fabriken, rauchende Schornsteine, das war das Normalste auf der Welt. Da sind die Menschen hingegangen in die Fabrik, haben gearbeitet. Wenn mich jemand gefragt hat, wo arbeitet in deinem Land Menschen, hätte ich gesagt, ja, in der Fabrik. Der Rest, so vergleichsweise
nebenbei. Heute, das hat dann auch seine Folge, soziologisch seine Folge. Also du arbeitest das ganze Leben, du siehst ältere Menschen, du hast eine Hochachtung vor den Meistern und so weiter und weißt, du brauchst lange, lange, viele Jahre, um zu dieser Meisterschaft zu kommen. Heute arbeiten Menschen also in kurzen Projekten. Schon die nächste Generation ist manchmal verdächtig und so weiter. Von oben, unten, alt, jung und so weiter. Das bricht sich alles auf. Das heißt also, das Finden, so wie bei Rosa Luxemburg, dass es ein starkes, schon zusammengehöriges Subjekt gibt oder gäbe, von dem aus sozusagen die Sachen dann positiv genutzt werden können im Sinne von sozialem Fortschritt, ist natürlich heute eine ganz andere Frage. So, aber ansonsten von der reinen Logik her, glaube ich, hat sie das relativ präzise dargelegt.